Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute hier sprechen kann. Mein Name ist Saskia Höfer, ich bin Geschäftsführerin von Leitsatzkommunikation und mein Mantra ist so, let me tell your story. Ich bin immer auf der Suche nach Geschichten, Geschichten begeistern mich. Ich finde es unglaublich spannend, was man alles erzählen kann, wem man alles Dinge erzählen kann. Und im Gegensatz zu dem Talk, den wir gerade eben gehört haben, werde ich mich eher auf eine etwas, sagen wir mal, generalistische oder generellere Ebene beziehen und sagen, wo überall Storytelling stattfinden kann und wo ich es überall gefunden habe bisher in meinem Leben. Das heißt, es wird gar nicht so speziell heute bei mir, aber ich glaube, es wird trotzdem informativ und unterhaltsam. Ganz kurz, möchte mich kurz vorstellen, wer bin ich eigentlich? Ich habe Germanistik und Buchwissenschaft studiert. Wann immer ich das erzähle, kann ich quasi das Augenrollen bei meinem Zuhörer schon sehen, weil er meistens irgendjemanden kennt, der so eine Bücherratte ist oder ähnliches. Und ich gebe zu, es hat seine Momente, wo man sich fragt, ah ja, okay. Ich bin aber nicht nur Germanistin oder Buchwissenschaftlerin, ich bin auch ehemalige Journalistin, ich bin professionelle Debattiererin und ich bin, wie gesagt, immer auf der Suche nach Geschichten. Während ich studiert habe, habe ich so die typischen Studentenjobs durchlebt, unter anderem in der Börsenzeitung, bei Dreisat, beim ZDF, aber auch für lokale Unternehmen, kleinere Unternehmen wie zum Beispiel Agenturen, Lilith Kommunikation ist da zum Beispiel eine, Mercurist ist ein Startup im Bereich Social Journalism, aber auch kleine Verlage, zum Beispiel der Berliner Wissenschaftsverlag. Was erwartet Sie jetzt heute hier bei mir? Wie gesagt, generalistische Informationen zum Bereich Storytelling. Ich erzähle dann ein bisschen von meinem Studium, von der Germanistik. Es gibt einen kleinen Ausflug in die Streitkultur, in die professionelle, weil ich habe ja angedeutet, ich bin Debattiererin. Und es gibt daraus folgend Möglichkeiten, wie Unternehmen heutzutage kommunizieren können, die auch tatsächlich ganz spannend sind. Zurück zu meinem Werdegang. Ich komme, wie man es wahrscheinlich hört, aus Deutschland, genauer gesagt aus der kleinen, aber schönen Stadt Mainz und bin vor etwa einem Jahr in die noch viel tollere Stadt Wien gezogen. Habe dann erstmal so ein bisschen Startup-Luft geschnuppert, nachdem ich hierher gezogen bin und habe dann im Oktober mein Unternehmen gegründet. Ich selber sage, ich bin Expertin für strategische Kommunikation und Storytelling. Das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt. In der Germanistik sagen wir ein Handy adioin. Wer das weiß, darf sich freuen. Wer nicht, darf es gerne nachschlagen. Das heißt aber im Prinzip, es ist sowas wie eine Wortdoppelung, die halt man eben für die Wortkunst unterstreicht. Genau. Große Frage, was ist eigentlich Storytelling? Weiß jemand nicht, was das ist? Wer weiß es und kann es erklären? Oh, okay. Gut, für alle solche Fragen gibt es Wikipedia. Wenn man Storytelling bei Wikipedia eingibt, dann kommen erstmal eine ganze Reihe Möglichkeiten, die man anklicken kann. Das bedeutet im Prinzip, es versteht offensichtlich nicht jeder dasselbe darunter. Da haben wir Möglichkeiten, wie beispielsweise ist eine Erzählmethode in der Literatur, ist es eine Methode generell bei Bildungswissenschaften oder ähnlichen Therapie, Wissensmanagement etc. Und dann sehen wir auch gleich, man kann es für Unternehmen anwenden. Es ist aber beispielsweise auch ein Subgenre im Rap oder es ist auch ein Film. Also es können ganz verschiedene Dinge damit gemeint sein. Und damit kommen wir schon mal ein ganz großes Problem, was Storytelling auffasst. Es gibt unglaublich viele verschiedene Dinge oder besser gesagt unglaublich viele verschiedene Bedeutungen, die Menschen unter einem Wort verstehen können. Und Storytelling ist eine Methode, wie man das klären kann. Das heißt, was ist es letzten Endes? Es ist eine Erzählmethode, es ist aber genauso gut ein Instrument für Branding und es ist eine Methode, die Unternehmen nutzen, um eben strategisch zu kommunizieren können. Es hilft dem Unternehmen letzten Endes, eine Geschichte zu erzählen. Warum ist das wichtig? Da haben sich viele schlaue Menschen bereits Gedanken darüber gemacht, unter anderem Andrea Bittelmeier, die im Manager-Magazin geschrieben hat, Geschichten werden einfach besser verstanden und besser behalten als abstrakte Informationen. Letzten Endes stiften sie Identität und damit vermitteln sie einfach einen informativeren Sinn oder besser gesagt einen Sinn. Und aus dieser Erkenntnis heraus greifen Unternehmen und Berater immer mehr zu diesem Mittel des Storytelling. Ganz kurzes Beispiel dazu. Es gibt einen ganz massiven Unterschied in der Art und Weise, wie ich Informationen aufnehme, wenn ich sage, drei Menschen haben im Jahr 1993 ein Unternehmen gegründet. Das ist jetzt eine Information, die Sie sagen, ja, okay. Wenn ich jetzt aber erzähle, Lisa, Franz und Matthias saßen an einem Freitagabend zusammen bei einer Flasche Rotwein und haben sich gedacht, Mensch,
die ganzen Fotos in den Magazinen, das ist doch eigentlich verschenkte Werbefläche. Und so entstand eine Idee. Das ist eine Geschichte, die ich erzählen kann und da entsteht bei euch im Kopf gleich ein Bild. Und das ist genau das Mittel, das sich Storytelling bedient. Schickst du uns das dann, diesen Vortrag? Oder? Kann ich machen. Genau. Was hat das Ganze jetzt mit Germanistik zu tun? Germanistik ist im Prinzip im wissenschaftlichen Sinne aufgeteilt in zwei verschiedene Bereiche, sowohl die Literaturwissenschaft als auch die Sprachwissenschaft. Beide sind relevant für Storytelling, aufgrund der Zeit werde ich mich jetzt aber nur auf die Literaturwissenschaft beziehen. Kurzer Exkurs dazu, die besteht im Prinzip aus Lyrik, Epik und Drama. Und alle diese drei Ebenen, vom ersten Artus-Roman über Minnelieder, über Goethes Faust bis hin zu Elfriede Jelinek und J.K. Rowling und man glaubt es kaum, aber auch Shades of Grey, erzählen sie alle eine Geschichte. Die Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin Dr. Susan Weinschenk hat erforscht, dass wenn man eine Geschichte erzählt, werden bestimmte Hormone im Gehirn freigesetzt. Das heißt, es findet Identifikation statt. Informationen können so einfach viel besser weitergegeben werden und ich fange an, mich mit jemandem zu identifizieren. Das setzt Dopamin frei, das wiederum setzt auch Oxytocin frei und ich gehe richtig mit meinem Helden, mit dem ich eine Geschichte zusammen erlebe, auf eine Reise. Und das macht das Ganze einfach viel greifbarer und viel schöner. Das funktioniert bei Faust genauso wie bei den typischen Serien, die wir alle kennen und lieben. Ob das jetzt Two Broke Girls ist, Grey's Anatomy, House of Cards oder Game of Thrones etc. Besonders bei zwei Serien habe ich persönlich mich erschrocken, als ich angefangen habe, mich mit denen zu identifizieren, weil Breaking Bad und House of Cards, wer diese Serien guckt, das sind alles eher böse Protagonisten. Und ich habe mich schon gefragt, und vielleicht hat sich der ein oder andere das auch schon gefragt, warum fängt man irgendwie an, die zu mögen? Oder warum fiebert man mit denen mit? Und das ist was ganz Interessantes, weil Charaktere sind nicht nur schwarz und weiß und daran erkennt man einen guten Charakter und eine gute Storyline. Was sind jetzt zum Beispiel so typische Storylines? Da gibt es sogenannte Archetypen, hier mal drei mitgebracht. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Es gibt die sogenannte Heldenreise, das heißt, der Held findet auf seiner Reise irgendetwas, das er ganz, ganz dringend gesucht hat und erlebt so ein Erfolgserlebnis. Es gibt die Storyline Bösewicht besiegen, das heißt, jemand, der mir etwas wegnehmen möchte oder etwas bedroht, das ich liebe, findet man bei Schiller zum Beispiel ganz oft, der wird überwältigt und besiegt. Oder halt zum Beispiel auch die Tragödie, ich habe einen Antagonisten oder halt eben einen Serienhelden, der eine ganz massive und unmoralische Charakterschwäche hat und das führt letzten Endes zu seinem Unglück. Oder wie bei Schiller beispielsweise zum Tod. Typische Storylines in der klassischen Literatur, die kann man prinzipiell aber auf jedes Thema anwenden, ist das sogenannte Dramenmodell, das einen Spannungsverlauf beschreibt. Also ich habe immer in irgendeiner Form eine Einleitung, dann gibt es eine Zuspitzung des Konfliktes bis irgendwann zu einem Höhepunkt und dann ist der Wendepunkt eingetreten, das heißt, es kommt schnell zum Ende der Geschichte. Einfach nur, dass Sie ein bisschen Theorie noch sehen. Solche Dramen lassen sich analysieren. Mir persönlich war das dann irgendwann zu theoretisch. Und ich habe gesagt, Theorie ist ja ganz nett, ich hätte das jetzt gern mal in der Praxis angewandt. Und dann bin ich an einen Ort gegangen, an dem ich unglaublich viele Geschichten erzählen konnte. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Und die Leute, die debattieren, wissen, was jetzt kommt. Der Debattierclub Johannes Gutenberg der Universität Mainz. Das ist sein Logo. Da habe ich letzten Endes, ja, Mainz liebt Mainzelmännchen. Das kommt tatsächlich daher. Genau. Was ich dort gemacht habe, war tatsächlich 4 Jahre meines Studiums, zweimal die Woche Rhetorik und Argumentation trainiert. Das bedeutet letzten Endes, ich habe mich gestritten, was das Zeug hält, mit Studenten aus ganz, ganz unterschiedlichen Studiengängen. Um mal kurz ein bisschen Zahlen mitzubringen, das ist jetzt eine Karte von Deutschland, da sieht man fast jede Universitätsstadt und in jeder von denen gibt es mindestens einen Debattierclub, in manchen gibt es sogar zwei, wie beispielsweise Heidelberg oder Berlin. Insgesamt gibt es im gesamten deutschsprachigen Debattierraum, es nennt sich VDCH, Verband Deutscher Debattierclubs an Hochschulen, gibt es ungefähr 70 Debattierclubs. Hier in Österreich, in Wien, gibt es 2. Wer also das Bedürfnis verspürt zu streiten, kann uns natürlich gerne besuchen. Das erzähle ich dann aber lieber privat weiter. Genau. Kennt jemand von Ihnen Debattierclubs? War schon mal jemand da? Also ich weiß, 2 sind da. Okay. Gut, kein Problem. Was genau ist eine Debatte? Eine Debatte unterscheidet sich ganz massiv von einer Diskussion.
Eine Debatte kennt keinen Konsens, das heißt, es ist wirklich ein Gefecht mit Worten. Eine Debatte verfolgt ganz, ganz klare Regeln und eine Debatte vollfolgt Argumente. Das heißt, was ich vortrage, sind keine Meinungen und irgendwie Behauptungen, sondern ich muss alles das, was ich sage, beweisen können. Und was genau macht man jetzt in einem Debattierclub? Letzten Endes treffen sich da Studenten und die streiten sich zu einem vorgegebenen Thema auf einer Seite, die sie sich nicht ausgesucht haben, die vielleicht sogar nicht einmal ihrer Meinung entspricht und versuchen, die gegnerische Seite argumentativ zu widerlegen. Dazu haben sie 15 Minuten Vorbereitungszeit und 7 Minuten Redezeit. Und alle technischen Hilfsmittel sind verboten. Das heißt, über all das, was ich streite, das muss ich im Kopf haben. Beziehungsweise ich könnte es eventuell noch in der Zeitung nachlesen, aber in der Regel hat meine 15 Minuten nicht viel Zeit dafür. Und worüber streiten wir uns eigentlich? Prinzipiell kann über alles gestritten werden. Ich habe hier mal drei Themen mitgebracht. Zum Beispiel, sollte es eine 100%ige Schenkungs- und Erbschaftssteuer geben? Sollte es ein Mindestgewicht für Models geben? Oder sollte auch Dagobert Duck die Hälfte seines Vermögens an den armen Donald abgeben müssen? Es gibt alle möglichen Themen. Das sind jetzt mal drei davon. Wie genau funktioniert jetzt so eine Debatte? Vorne steht ein Redner und es gibt zwei Fraktionen. Das ist ein Format, das nennt sich offene parlamentarische Debatte. Das heißt, es wird im Prinzip eine parlamentarische Situation nachgespielt. Es fängt jemand von der Regierung an, das ist immer die Pro-Seite. Er bringt einen Antrag vor und sagt, wir haben ein Problem und wir wollen das so, so und so lösen. Dann kommt die Opposition und sagt, nein, das ist alles Quatsch. Entweder es gibt kein Problem oder ja, es gibt ein Problem, aber so wie ihr das lösen wollt, funktioniert das absolut nicht. Dann geht es im Prinzip im Zickzack hin und her. Jeder Redner hat 7 Minuten Redezeit und am Schluss bewertet eine Jury das ganze Geschehen. Warum ist das jetzt relevant? Weil genau da, wo das ist genau der Ort, wo Storytelling ebenfalls einsetzt. Ich kann niemanden überzeugen und das ist die Aufgabe eines Redners, wenn ich Fakten einfach nur argumentativ und nackt präsentiere. Ich muss in irgendeiner Form Emotionen da reinbringen. Ich muss in irgendeiner Form den Leuten, die mich bewerten, die Möglichkeit geben, dass sie sich mit mir identifizieren können. Ich muss im Prinzip meine Fakten mit Geschichten ummanteln. Und dann gibt es noch einen ganz weiteren wichtigen Teil in der Debatte. Habt ihr vielleicht gesehen, nach dem vierten war vorhin erstmal Schluss. Und dann kommen jetzt noch mal drei weitere dazu. Das sind sogenannte fraktionsfreie Redner. Die dürfen sich sogar die Seite aussuchen, für die sie reden. Die reden auch kürzer. Die erfahren das Thema aber wirklich erst, wenn es losgeht. Das heißt, die haben nicht mal diese 15 Minuten Vorbereitungszeit. Und die haben eine ganz bestimmte Aufgabe. Deren Aufgabe ist es, die Debatte von einer ganz neuen Perspektive zu betrachten. Also Stakeholder-Analyse zu machen im Prinzip. Das heißt, was habe ich jetzt durchs Debattieren gelernt, um nochmal auf die Relevanz zu kommen? Ich habe gelernt und ich habe das Studenten auch weiterhin dann beigebracht. Emotionen und Identifikation sind ganz massive Merkmale, um Fakten entsprechend zu verpacken, damit Leute sich damit identifizieren können. Fakten müssen in eine Geschichte gepackt werden. Das heißt, wenn ich einfach nur sage, ja, das ist halt so, das überzeugt niemanden. Und wichtig, ich habe gelernt, dass es nicht nur zwei Seiten von einer Geschichte gibt, sondern je nachdem, wie viele Zielgruppen es weiterhin gibt, unendlich viele Geschichten entstehen können. Und das ist was ganz Spannendes. Das heißt, was ich euch weitergeben kann, ist im Prinzip, wenn ihr eine Geschichte um einen Fakt spannen wollt, fragt euch die typischen W-Fragen. Was wird sich für wen, wann, wie und wo verändern? Welche Auswirkungen hat das und warum ist das gut oder schlecht? Und wenn man diese Fragen alle beantworten kann, dann hat man Bilder im Kopf in der Regel. Und diese Bilder muss man im Prinzip nur notieren, aufschreiben und genauso weitergeben. Und dann produziert man sie in den Köpfen von anderen Menschen. Beim Streiten generell gilt, ob das jetzt eine Debatte ist oder ob das Streit zwischen einem Paar ist oder ähnliches. Es handelt sich meistens um ein Narrativ, also um eine persönlich gefärbte Geschichte. Jeder Mensch bringt seine eigene Geschichte mit. Jeder Mensch ist die Summe seiner eigenen Erfahrungen. Und das alles ist Storytelling und das gilt für Unternehmen genauso. Deswegen muss man aber beachten, nur weil man überzeugend argumentiert, ist das noch lange nicht wahr. Und jeder Einzelne liest Zeitungen und weiß, was in der Politik gerade abgeht. Jeder Einzelne weiß, dass besonders heute wichtig ist, kritisch zuzuhören, kritisch zu hinterfragen und prinzipiell kann alles widerlegt werden. Genau dieses Wissen wende ich bei der Kommunikation für Unternehmen an in meinem Job. Und wo kommt jetzt Unternehmenskommunikation überall vor?
Man kann sie sagen, okay, wir haben sie bei der normalen Pressearbeit, wir haben sie im Bereich Social Media, wir haben sie bei ganz vielen anderen Bereichen im Prinzip auch noch. Also ob ich jetzt Content Marketing, Gesundheit, nochmal, gut. Ob ich jetzt Content Marketing, also die Content Marketing Strategie von einem Unternehmen manage, ob ich die Community betreue oder ob ich Facebook Ads im Prinzip freischalte oder ob ich einfach nur Pressemitteilungen raus. Ich muss immer gucken, dass ich den Fakten eines Unternehmens eine Geschichte verleihe. Da ist eine Zeichensprache, die verstehe ich. Okay, die galt ja nicht mehr. Gut. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die ich gerne porträtieren möchte, ganz kurz neben den üblichen Verdächtigen im Bereich Social Media, von der ich glaube, dass sie innerhalb der nächsten Jahre sehr relevant wird für uns. Und das ist das Thema Chatbots. Chatbots sind meiner Meinung nach Unternehmenskommunikation weitergedacht. Das heißt, es ist eine noch größere Chance für Unternehmen, mit einer Community zu agieren und die Zielgruppe zu erreichen. Also kommen wir von der natürlichen Kommunikationsebene so ein bisschen in die künstliche Kommunikationsebene und schauen uns das mal an. Der Grund, warum ich das mit aufführe, ist, weil sich Wien im Moment zu einer Hochburg international entwickelt von der Chatbot-Szene und weil das auch für Storytelling relativ interessant ist. Wie genau setzt sich das zusammen? Wir haben verschiedene Unternehmen und Weiterbildungs- und Inkubationsprogramme hier in Wien, die sich mit diesem Thema befassen und auch verschiedene Bots, die schon aktiv sind. Da haben wir zum Beispiel auf der einen Seite das Lustige mit der Katze, das ist Miza, the Hipster Cat Bot. Wenn man mit dem kommuniziert, dann gibt er einem sozusagen Restaurantempfehlungen, völlig egal auf welchem Fleck der Erde man sich befindet. Unten drunter haben wir den Bot von Austrian Airlines. Den kann ich beispielsweise fragen, wann mein Flug losgeht. Und dann sagt er, ja, von wo fliegst du denn überhaupt ab? Und dann sage ich, ja, Wien, ich will nach Frankfurt. Und dann kommuniziert er. Das betrachten wir später aber nochmal genauer. Unten drunter ist Artemis Artnapper. Wenn ich mit dem ins Museum gehe, kann ich ein Foto machen, ihm das schicken. Und der sagt, ah, das ist das Bild so und so aus dem Jahr so und so. Was ich für eine KI schon mal ganz interessant finde. Auf der rechten Seite haben wir zwei andere Logos, die sich nicht ganz mit Interaktion befassen, sondern mehr Unterhaltung bzw. Weiterbildung sind. Oben ist das Lemmings-Symbol. Lemmings ist ein Inkubationsprogramm, an dem ich beispielsweise teilgenommen habe. Und da habe ich unter anderem gelernt, dass jeder Chatbot ein unglaubliches Potenzial hat für Unternehmenskommunikation. Aber dazu gleich mehr. Unten drunter ist der Comic-Bot. Wer Comics mag, darf den gerne ausprobieren. Das ist ein Beispiel für Abonnement oder für Kundenabonnement. Das kostet nichts, keine Angst. Und der schickt einem immer dann, wenn er gerade was Neues gefunden hat, schickt er einem Comics. Wer sind jetzt also die Gesichter hinter dieser ganzen Szene? Ich habe da mal 5 mitgebracht. Das sind alles schlaue Menschen, die Bots programmieren. Unter anderem sind das Thomas Schranz, damit Pixenmeister, Jakob Reiter, Barbara Andresek und Nathalie Kuratschowa. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche. Falls du es hörst, Nathalie, entschuldige bitte. Und dieses Foto ist entstanden nach einem Interview mit dem Brutkasten, in dem besprochen wurde, wie es mit der Bot-Szene weitergeht. Als ich mir dieses Foto das erste Mal angesehen habe, habe ich gedacht, das sieht ein bisschen aus wie das hier. Wer das nicht weiß, das ist der Weimarer Musenhof, in dem Schiller zur Zeit des Sturm und Drang von seinen neuesten Ideen erzählt, wie man die Gesellschaft verändern kann, wie man kommunizieren kann. Ich denke mal, fragen sich Menschen manchmal, starten jetzt bewusst eine Bewegung oder passiert das eher zufällig? Das ist so ein kleiner Gedanke von mir. Wie sieht so ein Bot in der Regel aus? Ich gehe auf Facebook Messenger mit meinem Smartphone oder eben mit meinem, ja, über meinen Laptop, über Web. Und gehe zum Beispiel auf die Seite von Austrian Airlines. Und dann sehe ich, okay, ich kann anklicken, los geht's. Ich kann sofort mit ihm eine Kommunikation beginnen. Und dann sagt er, ja, Servus Saskia, I'm the Austrian Messenger Service und so weiter und so fort. Und dann fangen wir an, miteinander zu chatten. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass er sich zwar mit mir auf Englisch unterhält, es aber scheinbar versteht, wenn ich ihm auf Deutsch antworte. Wie man sehen kann, es fängt an mit los geht's, er antwortet mir auf Englisch. Er hat mir dann in dem Fall, das sieht man nicht, hat mir 3 Möglichkeiten zum Anklicken fortgegeben. Ich habe eine angeklickt und er sieht und er gibt mir weiterhin, das sieht man unten rechts in der Ecke, weitere Möglichkeiten anzuklicken und mit ihm zu kommunizieren. Das muss aber gar nicht so sein. Das kann auch ganz anders aussehen. Nämlich wie man hier, links ist nochmal das gleiche Bild wie vorher, wenn man auf der rechten Seite sieht, habe ich ihm teilweise auch auf Deutsch geantwortet. Wann geht mein Flug nach Frankfurt? Und er fragt,
from where are you flying from? Und ich dachte, ja gut, in dem Fall ist es gut, dass ich Englisch und Deutsch spreche. Aber auch da habe ich ihm wieder auf Deutsch geantwortet. Und er hat mir wieder auf Englisch geantwortet. Und so ging das weiter und weiter. Das heißt, ich habe mit diesem Bot, der in dem Fall für Customer Service eingesetzt wird, eine Kommunikation gestartet. Was hat das jetzt wieder mit Storytelling zu tun? Jeder Bot braucht einen Charakter. Der von Austrian Airlines ist jetzt sehr customer-orientiert angesetzt. Das heißt, er hat einen ganz klaren Service-Auftrag. Der Comic-Bot beispielsweise wird das Ganze eher von einer lockeren und von einer freizeitartigeren Seite angehen. Artemis Artnapper ist auch eher informativer angehaucht. Mitza the Hipster Catbot ist wahrscheinlich eher wie ein Hipster angehaucht. Das heißt, jeder Bot, den ich baue, der hat einen Charakter. Mit jedem Charakter kommt eine Geschichte und eine Story. Und genau diese Story kann genutzt werden für Unternehmensphilosophien. Und genau diese Story kann genutzt werden, um halt eben die Werte eines Unternehmens weiterzutragen. Viele aus der Bot-Szene sagen, it's all about the text. Und Storytelling braucht einen glaubhaften Charakter, braucht Emotionen und das richtige Maß an Emotionen. Ich kann natürlich euch jetzt Geschichten erzählen über mich, die überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun haben, zum Beispiel, dass ich Zwiebeln nicht mag, aber die stiften keine Identifikation. Es sei denn, es befindet sich auch jemand hier, der Zwiebeln nicht mag. Und Storytelling braucht Strategie und da braucht es die richtige Strategie. Deswegen würde ich diesen Satz gerne erweitern und sagen, it's about the story. Und Storytelling braucht vor allem jemanden, der Geschichten erzählen kann. Und deswegen ist mein Leitsatz, let me tell your story. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und weil das Ganze aufgezeichnet wird, ich habe auch Quellen. Gut. Hat jemand Fragen? Wer hat Fragen? Okay. Ja, bitte. Ich würde gerne wissen, was die Zukunft von Storytelling ist. Also was für Methoden man anwenden kann. Und jetzt zur Zeit zählt man eher mal Geschichten durch Videos. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird sich vielleicht bald auf Comicstrips umsetzen. Was ist da deine Meinung? Ich glaube, dass es eine Kombination aus allem sein wird. Also es gab immer mal Phasen, in denen man mehr textbasiert ist oder mehr videobasiert ist. Ich nehme an, dass das sich in Zukunft mischen wird oder dass sich eine Sache klar rauskristallisieren wird. Um ehrlich zu sein, ich bin da selbst sehr gespannt. Ich überlasse es dann lieber Marktforschern und Wissenschaftlern. Ja, bitte. Ein gutes Thema. Gibt es Marktforschung und Wissenschaftler, die sich mit Storytelling und dem, was jetzt passiert, im Unterschied zum Beispiel zwischen Generation Y und den Babyboomern zum Beispiel, wie sich das verändert? Gibt es da Forschung? Es gibt auf jeden Fall Forschung. Also es ist vor einer oder zwei Wochen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall vor kurzem eine Studie in Deutschland rausgekommen, die besagt hat, wie das Medienverhalten der Millennials ist. Und da ist ganz klar hervorgegangen, dass man auf Journalismus Wert legt, der eher konservativer angehaucht ist und der aber auch eben zu den Leuten gebracht wird. Das heißt, die Millennials selbst suchen sich ihre Informationen und ihre Quellen schon raus, wenn sie unbedingt wollen, aber halt eben, wenn es eher so alltägliche Dinge betrifft, dann ist es eher so, dann wollen sie, dass es ihnen gebracht wird. Und auch da spielt Storytelling eine ganz massive Rolle. Und wenn man sich das jetzt unabhängig von Medien anguckt, würde ich sagen, dass es selbstverständlich Marktforschungsinstitute, Soziologen beschäftigen sich garantiert mit der Frage. Also da gibt es definitiv Instrumente und Institutionen. Ist das vielleicht so ein typischer Fehler, was gewisse Unternehmen machen, wenn sie sich um ein Storytelling bemühen oder Elemente, die unterschätzt werden, vielleicht wo eine Strategie bei einem Unternehmen funktioniert, aber bei anderen absolut nicht und wie wird das dann so gelöst? Also prinzipiell musst du natürlich gucken, dass die Strategie, die du beim Storytelling anwendest, natürlich A, zu deinem Produkt passt, zu deinem Unternehmen passt und auch zu deiner Zielgruppe passt. Also ich glaube, der schlimmste Fehler, den man machen kann, ist gar nicht zu kommunizieren, weil das ist ähnlich wie im Verhalten zu Social Media. Also ich glaube, die schlimmste Kommunikationsstrategie ist dann gar keine Strategie anzuwenden. Prinzipiell muss man natürlich gucken, wer bin ich überhaupt, also als Unternehmen, mit wem möchte ich interagieren und wie möchte ich mit dem interagieren? Und dann ist es halt, das kommt ganz eben auf deine Unternehmenswerte an und da muss eben dann entsprechend eine Strategie entwickelt werden. Als Beispiel kann man sagen, was gut gelaufen ist und ein gutes Beispiel ist für Storytelling,
die Kampagne Eat Carus von Edeka. Kennt ihr jemand? Kennt sie jemand nicht? Okay, also man hat im Prinzip eine Welt, in der alle Menschen sehr kugelrund sind und sie essen den ganzen Tag so braunen oder grauen Brei in sich rein. Bis irgendwann ein Junge einen Vogel sieht und denkt, oh, Fliegen, das ist toll und das möchte ich auch gerne machen. Und dann halt alles Mögliche versucht, um auch fliegen zu können, bis er irgendwann feststellt, ah, der Vogel, der frisst keinen grauen Brei, der frisst Beeren. Und seitdem ernährt er sich gesund und fängt natürlich irgendwann an zu fliegen, weil er halt auch immer dünner wird. Das hat natürlich Edeka ein bisschen in Verruf gebracht, womit wir wieder beim Thema Shitstorms werden, was wir vorhin gehört haben, weil das auch Richtung Bodyshaming geht. Aber vom Storytelling-Aspekt her war das ein sehr, sehr schönes Positivbeispiel, wie ich persönlich finde. Okay. Ja, nochmal. Vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengt, aber jetzt, wo wir es mit Fake News so oft haben, ja. Aus einer Storytelling-Perspektive, würden Sie das betrachten? Naja, Andreas, da wir uns kennen, kannst du mich ruhig duzen. Ist schon okay. Also meinst du, dass Politiker sagen Fake News oder dass Medien vorgeworfen wird, sie seien Fake News und wie sie damit umgehen? Oder? Generell die Verwendung von, sagen wir mal, Erzählungen, von Missrepräsentierung von Fakten, wie das aus der Kommunikations- und Storytelling-Perspektive betrachtet werden kann. Ist es eine neue Anwendung von etwas, was es schon länger gegeben hat, oder ist es etwas, was eh ganz Standard und gang und gäbe war, aber jetzt immer mehr verbreitet wird und bis in den News-Bereichen gekommen ist? Okay. Naja, was man derzeit in Europa oder generell auf der Welt sieht, ist so ein Trend, dass man Medien misstraut. Und deswegen halt schnell diesen Begriff, Entschuldigung, der Fake News halt eben sagt. Zusätzlich wird der ja auch gestärkt durch Aussagen von gewissen Politikern. Ja, ich nenne absichtlich keine Namen. Man muss gucken, also man sollte, egal ob man sagt, okay, mein Medium hat mich schon immer falsch oder richtig informiert, sollte man halt gucken, dass man, und da kann das Debattieren einem helfen, Dinge einfach kritisch zu betrachten. Und dann eben zu gucken, okay, wie sind Kommentare beispielsweise analysiert? Sind die in irgendeiner Form politisch gefärbt? Kann ich da nachfragen? Kann ich Leserbriefe schreiben? Kann ich irgendwie mit meinem Medium interagieren oder ähnliches? Das ist unglaublich aufwendig und das erfordert, dass man sich natürlich bewegt und das Ganze mal macht und danach fragt. Aber ich glaube, dass das einem halt auch wirklich weiterhelfen kann, zu gucken, werde ich überhaupt richtig informiert? Ist ein Beitrag, den meine Zeitung bringt oder den irgendwie meine Nachrichten bringen, ist der gut recherchiert? Ich persönlich kann es ja selber nicht beurteilen, wenn ich Nachrichten gucke, weil ich muss ja darauf vertrauen, dass Redakteure das alles geprüft haben etc. Aber ich kann zumindest soweit sagen, ist das alles richtig analysiert? Habe ich Hintergrundwissen zu einem Beitrag oder ähnliches? Und dann kann ich natürlich sagen, ja Moment mal, das funktioniert aber nicht, indem ich zum Beispiel an Redaktionen schreibe oder den Dialog suche. Und genau das wollen Journalisten ja auch, im Gegensatz zu Politikern manchen. Egal. Ich würde da gerne was anfügen. Ja. Es ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, wer hinter den Medien steht, die welche Nachrichten vertreiben. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Medien, also dass jetzt Standard oder so eine ganz offizielle Zeitung ist, das ist die Macht von bestimmten Personen, bestimmten Companies, und man muss genau auch ein bisschen hinterfragen, welche Interessen stehen dahinter, welche Meldungen in den Vordergrund zu stellen, sage ich mal so. Genau. Da geht es aber auch in kommunikationstheoretische Aspekte mit rein. Also jede Zeitung beispielsweise verfolgt so ein bisschen den Begriff des Agenda-Setting. Also was interessiert meine Lesergruppe oder meine Zielgruppe besonders? Das stellen wir natürlich weiter nach vorne. Also da ist dann natürlich die Frage offen, wie Nachrichten gewichtet werden. Ja. Ich hätte noch eine Frage zurück zum Storytelling wieder, bevor ich auch anfange zu debattieren über Fake News. Wenn jetzt eine Firma mehrere Zielgruppen anspricht, auch im B2B-Bereich, aber natürlich dadurch auch im B2C-Bereich, zum Beispiel im Vermittlungsgeschäft, gibt es eine Art, Stories zu erzählen oder einen Leitsatz, den man dann weiter mitgeben kann, wie man eine Masse erreicht, also mehrere verschiedene Zielgruppen?
Ich denke, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist tatsächlich das Problem, was sich viele Unternehmen stellen müssen, die mehrere Zielgruppen haben, also gerade wenn es irgendwie B2B oder B2C in den Bereich geht. Ich würde gucken, dass, also wenn es zum Beispiel darum geht, Pressemitteilungen auszusenden, das so spezifisch zu machen, dass du eine Pressemitteilung an die Unternehmen oder an die Zeitungen und Medien rausschickst, die halt eben bestimmte Zielgruppen auch haben, dass du es quasi irgendwie bündelst. Und du sagst, es geht nicht um Pressemitteilungen, sondern es geht beispielsweise direkt um, wie gestalte ich meine Website oder über was für Themen blogge ich oder ähnliches. Da tatsächlich direkt, also würde ich empfehlen, direkt zu kommunizieren, wir sind da für Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C. Und dann halt entweder, wenn es wirklich ganz konträr geht, also beispielsweise es gibt ein Unternehmen, für das ich arbeite, die haben als Zielgruppe Investoren und Startups und wollen sie zusammenbringen. Wie kann man beide nicht mit du oder mit sie ansprechen? Da macht man sich sehr unglaubwürdig. Die haben das so gelöst, dass sie quasi zwei Websites in einer verpackt haben, um halt eben beide Zielgruppen entsprechend anzusprechen. Man muss gucken, inwieweit man sich verbiegen würde. Es ist aber halt sehr, sehr einzelfalllastig gerade, um eben beide noch komplett anzusprechen. Wenn man sagt, man verbiegt sich zu sehr, dann würde ich eher dazu raten, getrennte Stories zu verpacken. Okay, also verschiedene Informationsmaterial. Genau, verschiedenes Informationen. Das individuell anzupassen. Genau. Sorry. Wir können da gerne am Montag beim Kaffee drüber reden. Okay. Da hinten ist noch. Ich habe keine Frage mehr, aber ja. Nur, weil es dazu passt, eine kurze Info zu den Bots, weil es findet dieses Wochenende in Wien ein Bot-Barcamp statt. Genau, das war gut, dass Sie mich daran erinnern, ja. Weil es ist in E-Tech gerade am Samstag und Sonntag ist der Hackathon dazu. Genau. Und der Bot-Barcamp dort wie in der Anwendungsform. Da diskutieren Bots miteinander. Genau. Ja, das ist richtig. Das Bots Barcamp ist am Wochenende im Impact Hub. Zusätzlich dazu, wer sich zum Thema Bots weiter interessiert, es gibt vom Lemmings-Programm ein Sommerbadge. Das geht 2 Monate, das findet immer an Wochenenden statt und man lernt da sehr viele tolle Menschen kennen und ist sehr kreativ zusammen. Das Ganze ist kostenlos. Der kann sich, wenn man auf Facebook Lemmings sucht, auch direkt schon dafür anmelden. Und zusätzlich gibt es bereits Tickets für die ChatbotConf im Herbst, die ausgerichtet wird von Oratio. Das ist mein Parkticket. Okay, das war mein Werbeanteil an der Stelle. Und hattest du noch eine Frage? Ja, nur noch zum Thema Chatbots habe ich eine Frage, weil du dich ja damit auskennst. Meinst du, mit dem Chatbots, mit dem ich mich jetzt konfrontiert sehe, in Bezug auf bei uns im Unternehmen, ist, dass sie sehr limitiert sind in ihrer Anwendung. Das ist ja, der Chatbot hat ja nur die Funktion, eine einzige Funktion zu erfüllen. Genau. Zum Beispiel das Comic-Chatbot, er sendet ja ein Comic. Genau. Das Problem ist ja aber in unserer Gesellschaft, dass generell oder prinzipiell User immer gerne komplexe Fragen beantwortet haben möchten, beziehungsweise aus einer Frage eine neue Frage resultiert. Ja. Und der Chatbot kann ja nicht seine Antwort selber kreieren, das sind ja vorgegebene Sachen. Gibt es da Ansätze, wie das in nächster Zeit verbessert wird? Da gibt es tatsächlich mehrere Ansätze, die gehen entweder dahin, dass du sagst, okay, du gibst dem User die Antwortmöglichkeiten vor und kreierst sozusagen, also designst im Prinzip so ein Dialogdrehbuch, wie sich das Gespräch entwickeln könnte. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit geht dann so ein bisschen, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil ich von dem Technischen nicht, da bin ich nicht so fit drin, da forscht man sehr viel im Bereich Deep Learning, Machine Learning etc. und halt auch NLP. Und also es befindet sich alles noch sehr in den Kinderschuhen, aber deswegen habe ich gesagt, ich glaube, dass es in den kommenden Jahren mehr an Bedeutung gewinnen wird, weil natürlich ja auch die Leute mehr dazu lernen, Bots immer schlauer machen lassen im Prinzip. Und für die Leute, die wirklich gar nichts damit anfangen konnten, Chatbot heißt nicht, dass wir gleich alle in der Matrix landen. Das heißt im Prinzip nur, dass es, wie du gesagt hast, es ist eine spezifische Aufgabe, die der erfüllen kann. Es ist alles noch sehr, sehr trivial. Ich persönlich finde, es macht Spaß, damit rumzuspielen.